Ihr kennt alle den Begriff des Temperaturfühlers im Krone Q-Liner. Die Temperaturfühler erfassen die Innenraumtemperatur und übertragen diese via Krone Telematik an den Spediteur und oder dessen Endkunden. Für die lückenlose Dokumentation der Transporttemperatur als Beleg für die Einhaltung der Kühlkette. Klugscheißer und Physik-Nerds nennen den Temperaturfühler allerdings amtlich korrekt Thermoelement. Für die Messung einer Temperatur benötigen wir zwei unterschiedliche metallische Leiter. Hier Metall A wie Eileen. Und hier Metall B wie Bauch. Und Metall A und Metall B müssen elektrisch miteinander verbunden werden, zum Beispiel durch einen Schweißpunkt oder einen Lötpunkt. Und dann kann man quasi an den Füßen eine Spannungsdifferenz messen, denn Metall A und B haben unterschiedliche Thermospannungen. Dazu braucht es eine Temperaturdifferenz. Also sind die Hände gedanklich im Inneren des Aufliegers und frieren im TK-Bereich. Nix, Aline, keine Handschuhe, die verfälschen das Messergebnis. Und die Füße sind dann quasi außerhalb des Koffers und bilden den Vergleichswert. Um die tatsächliche Temperatur der Messstelle bestimmen zu können, muss die Temperatur der Vergleichsstelle bekannt sein. Erfasst durch ein zweites Thermoelement desselben Typs. Aber wie gesagt, es müssen zwei unterschiedliche Leiter miteinander verbunden werden. Denn ansonsten könnten keine Spannungsdifferenzen auftreten, aus denen dann die Temperatur im Inneren des Koffers berechnet werden kann. Aber das ist ja bei unserem Versuchsaufbau eindeutig gegeben. Im Krone Q-Liner frisch verladen sind Fisch und Salat auch frisch im Laden.